Das wird Aminatore nicht gefallen. Aminatore wird gleich wutschnaubend bei uns protestieren oder zumindest uns ganz grimmig nur noch angrinsen. Sie ist ja eigentlich immer ganz gut gelaunt, wenn sie sich uns zeigt. Aber das wird ihr nicht passen. Das hier ist Karma. Das ist die heilige Stadt des Islams. Das ist die heilige Stadt Nubiens. Und die heilige Stätte, wo dieser Apostel hier steht, das ist die heilige Stätte, wo da einst der Islam gegründet wurde. Wir ziehen hier vor mit diesem Apostel beispielsweise, der Religion, der durch die Eigenschaft Bekehrer 75% des Drucks durch andere Religionen hier in dieser Stadt eliminieren kann. Das ist immens viel. Schaut mal, wie es im Augenblick aussieht, wie die Verteilung hier ist. 6 Leute folgen dem Islam, 3 dem Taoismus, 0 dem Protestantismus und kein einziger Bürger auch dem Buddhismus. Religiöser Druck ist vorhanden. Der kommt von der Seite, der kommt von Moksha, der chinesischen Variante des Kardinalsgouverneurs, der von Lissabon aus hier Druck ausübt. Lissabon ist ja mehrheitlich buddhistisch. Aber das sieht ja schon gar nicht gut aus. Das wird sich aber gleich ändern. Wir haben nur noch 7 Runden Zeit. In 7 Runden wird Aminatore, wird die Allianz mit ihr ablaufen. Und dann wird sie total sauer sein. Stinksauer sein, dass wir hier rummissioniert haben. Bis dahin sollten wir die Sache hier durchgezogen haben. Sonst haben wir ein echtes Problem in der Backe. Wer weiß, wie sie dann reagieren wird. Wir werden jetzt nicht rumtaktieren und erstmal an neben jede Stadt ein paar Apostel ziehen, sondern wir müssen einfach versuchen, in dieser immens knappen Rundenzahl schnellstmöglich hier durchzukommen und die Städte umzudrehen. Und das ist, wie gesagt, ein sehr guter Apostel, weil er sehr viel umdreht mit der Eigenschaft Bekehrer. Den schicken wir mal hier hin. Da müsste er, genau, 0,5 Punkte, Aktions- und Bewegungspunkte bleiben übrig. Da kann man noch einmal bekehren und mal schauen, was dann hier passiert. Ja, das passt ihr nicht. Die Missionare sind nicht bei uns willkommen. Sie lächelt uns noch an. Bitte ruft sie zurück. Und ich höre gerade ganz, ganz schlecht. Die Animation fehlte. Aber schaut mal, das Symbol, das Islam-Symbol ist weg. Die Leute haben nur noch als Einigenden das spirituelles Band in Karma, das Pantheon, den grundlegenden Glaubenssatz Gott der Schmiede. Ansonsten die Religionen hier gleichmäßiger verteilt. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Wir wollen nachziehen. Wir werden als nächstes mit diesem Missionar beispielsweise nachziehen. Das ist... Oh, der kann auch sehr, sehr fix. Aber wird mit dem noch ausreichen? Über die Straße bewegt er sich. Das sollte eigentlich auch klappen. Ja. Er ist nicht ganz bei Kräften. Ein Tick Lebenspunkte fehlen. Deshalb geringfügig geringer. Aber 5 Bürger folgen dem Buddhismus und der Buddhismus wäre dann sogar Mehrheitsreligion. Der hat jetzt nicht die Variante, dass wir 100 Gold bekommen, wenn wir die Stadt umdrehen, aber damit haben wir schon mal eine ganz zentrale Stätte hier, Stadt und eine Stätte geblockt und das ist mir in diesem Augenblick wichtiger. Das Arabische Reich schreibt Geschichte, Karma, einst die Wiege des Islams. Doch nun strömen die Gläubigen in die Tempel des Buddhismus. 4 Zeitalterpunkte oder wie der kultivierte und zivilisierte Zivar zu sagen pflegt, 4 Zeitarbeiterpunkte. Wunderbar. Großartig, toller Erfolg. Reicht nicht aus, schaut mal, Buddhismus lässt auch wieder allmählich nach. Aber wir können im Augenblick noch nicht nachsetzen. Der Druck des Islams ist größer hier, plus 12 von allen Seiten. Gelber, religiöser Druck, islamischer Druck von den benachbarten Städten aus hier hinzieht. Je dichter und je bevölkerungsreicher die Städte sind, je dichter sie ans Rand liegen, je mehr Bürger sie haben, desto größer der Druck. Noch näher ranziehen können wir nicht. Ich such mal weiter. Wo sind heilige Städten? Wir suchen auch den Feind. Hier ist eine heilige Stätte, schaut mal. Wir würden durchaus dem einfachen Druck noch widerstehen. Einfachen Kämpfen noch widerstehen. Hier stehen bleiben, missionieren, die heilige Stätte blocken. Das könnten wir zum Beispiel machen. Und hier wenn hier missioniert würde, würde hier ein Apostel oder ein Missionar des Buddhismus im Augenblick entstehen. Kommen die anderen Einheiten, kommen die innerhalb einer Runde bis hierhin? Mal schauen. 1,75. Die Straßen machen alles sehr schnell. Das reicht noch ganz knapp aus. Wir predigen einmal hier. Drei Bürger jetzt hier islamisch.
Der Apostel schützt uns potenziell vor Barbaren, die ich im Augenblick nicht erkennen kann, nicht sehen kann, nirgendwo. Wir ziehen mit den Herrschaften hier mal runter nach Ibrim, entschuldigt bitte. Mein Arabisch ist leicht unterentwickelt, das gebe ich gerne zu. Mit dem Missionar bewegen wir uns. Moment, das ist ein Missionar, das ist ein Guru, das ist ein Missionar. Eine Aktion noch möglich und das reicht noch nicht aus. Das hat noch gar nicht ausgereicht. Unsere taoistischen, pardon, unsere buddhistischen Kämpfer sind übrigens der hier, das ist der Disputant und der andere Disputant müsste, ist das der hier? Ja, das ist der hier. Wir haben noch keine fremden Apostel entdeckt, die uns angreifen könnten. Das könnte damit zusammenhängen, dass drei von ihnen hier oben sind. Die sind draufgegangen, sie ist in die theologische Offensive gegangen, Aminatore, und die fehlen natürlich unten in der Heimat. Hier scheinen noch Städte zu sein. Wie kommen wir dorthin? Hier ist ein Hochgebirge, eine Gebirgskette, die alles abriegelt. Hier könnten wir eventuell durchkommen. Oder unten rum. Wir wissen es nicht. Rechts rum, links rum. Wenn wir Pech haben, dann ist hier ein durchgehendes Gebirge. Das sieht aber eher aus hier wie ein Pass. Ein natürlicher Pass, wo wir durchkämen. Könnten. Ich weiß es nicht. Weiter können wir nicht ziehen. Der Kollege setzt eine Runde aus. Wir schauen mal, wir ziehen mal mit allem hier unten rum. Kann sein, dass wir ihn noch bitter brauchen werden. Er zieht erstmal auf die andere Seite des Flusses. Hier blocken wir das Feld, dass da niemand entstehen kann. Guru rüber, Apostel vor. Wie sieht es ja rechts aus? Haben hier schon alle gezogen? Ja, ne? Genau. Hier unten auch schon. Die Galeere zieht ja immer so ein bisschen hin und her und will rauskriegen, ob hier noch Bullisten hochkommen. Oder wie viele. Unten hilft die uns gar nicht unbedingt. Ich bin erstmal neugierig. Ich will ja weiter Aufklärung betreiben. Okay. Ja. Die kommen für Nubien zu spät. Mit denen ziehen wir hier mal runter. Bleibt erstmal hier. Die gehen wir gleich an Land. Übrigens, wir machen eine Sache anders als ursprünglich geplant bei den kulturellen Errungenschaften. Ich gehe jetzt nämlich doch, also wir peilen ja im Augenblick einen weiteren Gouverneurstitel an und damit einen weiteren Gouverneur, was uns mittelbar Glaubenspunkte bringt durch eine entsprechende Politikkarte. 8 Runden dauert das hier. Ich gehe stattdessen auf Kolonialismus. Dauert zwar etwas länger. Die 2 Gesandten sind mir wichtiger, um viele Glaubenspunkte zu generieren. Und wir haben ja im Augenblick das Problem, dass uns Laventa mit uns im Krieg ist, mit Gorgo, das wird mutmaßlich nicht mal lange dauern. Und Armak, dort klappt das. Wir können Armani im Prinzip abziehen hier.
könnten wir und die nach Laventa schicken. Ich zeige es einen einfach mal in der Stadtstaatenübersicht. In Armak hier brauchen wir und haben wir 9 Gesandte. Armani bringt 2. Unsere spezielle Diplomatie-Gouverneurin. 7 haben wir dort. 2 können wir noch ausgeben. Ein Blick in die Stadt rein zeigt uns, dass wir, wenn wir Armani abziehen, immer noch einen Gesandten mehr hätten, als wir brauchen. Aminatore folgt uns. Das heißt, wir wären dort weiterhin suzerän. Das ist aber auch gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist eigentlich nur, mit Amak können wir Klöster bauen, aber die sind gar nicht so wichtig. Entscheidend ist nur, dass wir diese Stufe haben und dass hier kein Reich in Amak suzerän ist, mit dem wir im Krieg liegen. Das betrifft allerdings Laventa, den anderen religiösen Stadtstaat, der mit seinen Boni für uns wichtig ist, denn diese Glaubensboni hier, die kassieren wir im Moment nicht, weil der suzeräne Gorgo ist und damit das einzige Reich bzw. die einzige Anführerin, die mit uns im Krieg ist. Die Gesandte verschwinden nicht, aber wir kassieren keine Punkte. Außerdem hat sie Spionage betrieben und Gesandte von uns rausgeekelt. Sie liegt 3 vorne. Jetzt könnten wir die beiden Gesandten, die wir in petto haben, auf der Hinterhand hier einsetzen. Dann wären wir bei 9. Das würde uns aber erstmal nichts bringen. Wir haben einen Spion vor Ort, der dort Gesandte von ihr reduzieren möchte. Aber das dauert noch eine ganze Rundenzahl, bis er Erfolg haben wird. Das bringt uns im Augenblick gar nichts. Wenn wir dagegen jetzt Armani rüberbringen könnten, nach Friedensschluss mit Gorgo, dann hätten wir sofort hier schon mal den Bonus und wären sogar suzerän. Auch ohne den Suzerän-Bonus könnten wir die Glaubenspunkte wieder kassieren, mit dem Suzerän-Bonus sogar Kolossalkopf-Modernisierung machen. Wie auch immer, das mit den Gesandten bei den beiden Stadtstaaten scheint mir durchaus wichtig zu sein. Und wir gehen mal auf Nummer sicher und peilen den Kolonialismus hier an. Okay? Und was wir auch jederzeit machen können, ist zwischendurch mal einen Regierungswechsel uns freischalten, um dann für eine bestimmte Anzahl von Runden eine der beiden Militärkarten rauszunehmen und stattdessen die Militär-Upgrade-Karte reinzusetzen. Die Berufsarmee, ich habe gerade den Mauscursor drauf, 50% Nachlass auf alle Einheitenverbesserungen. Da könnten wir Mamelucken erschaffen aus schweren Kriegswagen oder wir könnten aus unseren Schwertkämpfern Musketiere machen und so weiter und so fort, die uns dann beschützen im Kampf gegen Gorgo. Wobei, ich mutmaße mal, dass der Friedensschluss mit ihr möglich ist. Ich will jetzt gar nicht nachgucken. Das fände ich irgendwie so rollenspielmäßig ein bisschen komisch. Hier wollen wir heilen. Man heilt nicht nur auf einer heiligen Stätte innerhalb des eigenen Territoriums, übrigens egal, welchen Glauben die religiöse Einheit hat und welcher Glauben in der Stadt Mehrheit ist. Man heilt immer, man heilt auf der heiligen Stätte und man heilt daneben. Ich glaube, auf der heiligen Stätte etwas schneller, aber ich habe das jetzt nicht genau im Kopf. Wir ziehen schon mal runter mit unseren Aposteln. So, noch eine Aktion möglich, hatten wir ein Kloster erzeugt. Der wollte hier nach Abendstern, nächste Runde haben wir das dazu, können dann einen Salpetervorkommen anschließen. Was ich mich gerade frage, ist, ob man auf Oasen Modernisierungen errichten kann. Ich denke das nicht. Ich kann mich nicht erinnern, sowas jemals schon mal gesehen zu haben. Die neue Stadt Barca hat ein ordentliches Nahrungsplus. Ich mache Folgendes, ich ziehe mal den Kollegen auch mal ein Stückchen weiter rauf. Könnten wir gleich ein Kloster oder einen Kolossalkopf errichten dort unten. Die bleiben erstmal hier. Hier tummelten sich ja jede Menge. Jede Menge protestantische Missionare oder Apostel waren es. Pardon, Apostel. Wir warten mal ab, wie die so hin und her ziehen hier noch.
eine Runde weiter. Jetzt ist gleich eine Forschung abgeschlossen. Der Apostel in ewiger Bulle. Achso, der sollte da heilen. Deshalb hat er mir dorthin geschickt. Das war klar, die greifen uns an. Das ist der Einzige, der an Land ist. Deshalb greift er uns natürlich an. Sollte etwa gleich stark sein mit uns von den Basiswerten her. Unsere Boni sind aber viel, viel größer. Ey, die merken, dass sie oben nicht an Land kommen. Ziehen die eventuell sogar zurück. Sie können den Model T in jeder Farbe haben, solange sie schwarz ist. So, wir kümmern uns. Wir haben kein einziges Hafen, keinen einzigen Hafendistrikt in der ganzen Partie gebaut. Sehr unüblich für mich, all diese maritimen Geschichten hier sind deshalb vollkommen Schnuppe. Hier haben wir einen Disputanten. Den schicken wir hierhin. Reicht nicht für den Angriff aus, aber er kann den hier killen. Schaut mal auf die Effekte, auf die Zahlenwerte. Islam sinkt weg, Bullismus steigt. Nur hier vorne. Hier ziehen wir weiter so ein bisschen neugierig hin und hin und beobachten. Die Situation sind hier eventuell noch andere Apostel irgendwo. Das ist nur ein Händler. Das ist ein Guru. Den Missionar lassen wir dort erstmal stehen. Wir stellen ihn ein bisschen zentraler hin und beobachten mal die Situation. Morgenröte, Speer abgeschlossen. Wir wollen ja viele Militäreinheiten eventuell Richtung Gorgo ziehen. Ich setze nochmal einen Speer aus. Vielleicht können wir auch hier oben mit dem Speer rumlaufen, Barbaren entdecken, einen Apostel mit Barbaren bekehren raufschicken, der dann bei uns alles aufstockt. Mal schauen, der das Militär dann stärker macht. So, der kann sich eine Beförderung verdienen. Der kann sich eine Beförderung verdienen. Der ist ausgeheilt. So langsam können wir auch schon vorziehen, hier in die Richtung. Wir landen erstmal hier an. Bleiben, gehen maximal maximal auf dieses Feld hin, also zwei entfernt von der Grenze zu den Griechen. Denn wir sind mit denen ja im Krieg, wenn die uns angreifen, dann heißt es Autsch. Hier zum Beispiel, bei dem Mönchskrieger heißt es gleich Autsch. Hier kommen die, schaut mal. Hier kommt wieder ein Apostel an. Wo will der landen? Der kann jetzt hier landen oder dort. Wenn er hier landet, das fände ich gar nicht so schlimm. Der bewegt sich durch den Dschungel nicht schnell voran. Wir machen mal Folgendes. Wir blocken mal. Das Feld für ihn. Und das hier. Die Allianz mit Teddy ist abgelaufen. Freunde, Freund Teddy. Ja, natürlich. Wir lieben uns so heiß und innig, Teddy. Was hatten wir vorher für eine Allianz mit ihm? Die religiöse natürlich. Gibt er uns noch Geld dafür? Oder legt er Silber drauf? Ein bisschen Gold, oder? Oh, klasse. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Oh lala. Freund Teddy. $30. Das soll es jetzt mal sein.
Wir haben deinen Dank. Du hast den unsrigen. Bleibt hier stehen. Ja, das sind die Apostel. Wir ziehen aber erstmal hier unten weiter. Wir kümmern uns erstmal um die Kriegsführung hier. Karthago ist umgedreht. Karthago ist bullistisch. Um die theologische Kriegsführung. Von den vielen, vielen Städten des chinesischen Reiches ist nur eine derzeit nicht bullistisch. Das ist, oh Entschuldigung, das ist, ach, das gibt's da nicht. Das ist hier Guangzhou. Das ist ein Stadtstaat Karthago, den hatten wir schon umgedreht. Wie sieht's hier aus? Siebenbürger buddhistisch, kein einziger. Siebenbürger taoistisch, kein einziger Bürger buddhistisch. Aber der Druck, schaut mal. 1 für den Taoismus, 11er Druck pro Runde. Für den Buddhismus trotzdem. Das geht so natürlich nicht. Missionar, Missionar. Und das ist der Apostel, der die Stadt umdrehen. Eine Verbreitung hat er noch. Und dann schließlich... schließlich Mehrheitsmeinung auch den buddhistisch machen will. Das ist ein Hügel, dafür würden wir den Rest verlieren. Wir predigen von hier aus. 2 Bürger. Und dann schließlich kassiert er auch das Geld dafür. Kommt er bis hierhin? Nein, kommt er nicht. So, nächste Runde. Schaut mal, die beiden haben sich aufgelöst. Er hat nur noch eine Aktion. Er hat noch genau eine Verbreitung. Das heißt, eine letzte Aktion, danach löst er sich auf. Oder er kämpft noch auf unserer Seite. Wir können auch sagen, bei den Missionaren ist es egal. Die sind ja nur so defensiv im Kampf. Können nur angegriffen werden und dann standhalten und auch dann im Kampf Lebenspunkte dem Feind abnehmen. Aber er ist ein Angreifer. Und das ist die letzte Aktion. Wir könnten also auch sagen, wir verzichten auf die Bekehrung und die 100 Gold und ziehen ihn stattdessen der theologischen Front entgegen. Denn das hier wird sich ja sowieso bald verschieben, könnten wir auch sagen. Andererseits kassieren wir ja durchaus Vorteile. Dadurch, dass wir Städte in unserer Gewalt haben, in unserer spirituellen Gewalt zum Beispiel, hier mehr Wissenschaft pro 5 Anhänger dieser Religion und... das ist es aber auch schon. Ja, 100 Gold sind gut und schön. Wir machen das. Wir kassieren die 100 Gold, drehen den Stadt um, dann haben wir die Sache hier beendet. Wir setzen hier mit ihm eine Runde aus. Jetzt sind wir wieder hier vorne. Das sind unsere Truppen, unsere Barbaren, die sich auf unserer Seite geschlagen haben. Der kann hier nicht angreifen. Doch, kann er angreifen. Hierhin? Echt? So weit? Nein. Er kann nur da hinten hin angreifen. Einmal schwächen. Den Kampf sollte er überleben. Ich denke, er wird gleich angegriffen, unser Speer. Aber wird das überleben? Die Einheit ist zu kampfschwach hier. So, jetzt geht's hier weiter. Was ist jenseits dieser Hügelkette? Ist hier ein Durchkommen? Oder Gebirgskette, pardon. Sind hier Pässe? Ja, ist von auszugehen. Ist hier noch ein schmaler Pass?
Wie kommen wir Richtung Süden? Das Gros der Städte liegt hier unten. Da müssen wir noch hin. Und wir haben nur noch 6 Runden dafür. Dann wird die Allianz von Aminatora mutmaßlich nicht verlängert. Wer weiß, was dann passiert. Und wir haben bislang noch keine theologischen Kampfeinheiten des Islams gesehen. Die sollten aber eigentlich noch kommen. Und wann wird es soweit sein, dass wir Gorgo den Frieden anbieten, allein schon um hier vielleicht unsere Späher zu retten und dann mit unseren Aposteln, wir haben hier 4 Stück, runterziehen. Vielleicht sollten wir auch schon mal einen weiteren Guru kaufen oder mal alle Einheiten hier durchzählen, den Pulk runterziehen und dann schon mal Richtung Gorgo marschieren. Das sind die Überlegungen, die wir uns alle am Beginn der nächsten Folge auch stellen sollten. Übrigens, hatte ich das schon erwähnt, dieses Video hier erscheint ja am, lasst mich nicht lügen, Freitag, den 25. Januar, einen Tag danach, Samstag, den 26. abends. Livestream mit, ganz große Überraschung, gab es noch nie bei mir auf dem Kanal, Anno 1404, ein Klassiker, das letzte richtig klassische Anno, bevor die Science-Fiction-Annos kamen und das Ganze schon mal so ein bisschen in Vorfreude und in Einstimmung auf, ihr ahnt es schon, auf Anno 1800, was es auch vorab bei mir auf dem Kanal geben wird, was Ende Februar erscheint, vorab bei mir zu sehen. Da plane ich den einen oder anderen Coup und bin gespannt, wie euch das gefällt. Aber wir wollen uns darüber schon mal einstimmen. Mit Anno 1404, Samstag, 26. Januar, abends ab 19.30 Uhr bis weit in den Abend, ach Quatsch, bis in die Nacht hinein bei mir auf YouTube und auf Twitch. Bis dann.